Das Erzgebirge war in diesem Jahr gleich zweimal das Zentrum der Klöppelwelt. Nachdem Schwarzenberg im April Gastgeber des 40. Klöppelspitzenkongresses des Deutschen Klöppelverbandes war, lockten am 2. Septemberwochenende die 35. Annaberger Klöppeltage hunderte Besucher aus nah und fern in die Region. Nachdem das Gitarrenensemble der Kreismusikschule Erzgebirgskreis mit zarten Tönen auf die bevorstehenden Stunden einstimmte, ergriff Manuela Fischer bei der Eröffnungsveranstaltung das Wort. Sie ist Leiterin der Klöppelschule Barbara Uttmann, die, wie die Klöppeltage auch, ihre Heimat im Annaberg-Buchholzer Kulturzentrum Erzhammer hat. Natürlich erinnerte sie an die Frau, die im 16. Jahrhundert das Klöppeln im Erzgebirge entscheidend etablierte. Barbara Uttmann hat den Bewohnern dieser Stadt in der schweren Zeit nach dem Rückgang des Bergbaus durch das Wirken von Borten und Spitzen Brot und Arbeit gegeben und so auch für die Verbreitung des Klöppelns gesorgt. Sie hat hier als Frau, Mutter und Unternehmerin Geschichte geschrieben. Bezogen auf die heutige Zeit sagt Manuela Fischer über sich, dass sie als Klöppellehrerin den schönsten Beruf hat, den es gibt. Gern gibt sie ihre Begeisterung und ihr Wissen für dieses jahrhundertealte Handwerk an Jung und Alt weiter. Während meiner Aufgaben in der Klöppelschule Barbara Uttmann erlebe ich das Staunen der Besucher über unsere Welt der Klöppelspitzen in Tradition und Moderne. Ich habe einfach den schönsten Beruf, den es gibt. Kurz nach 10 Uhr eröffnete am Sonnabend Bürgermeisterin Anke Hanslick die Annaberger Klöppeltage, die in ihrer Begrüßung das Engagement, die Kreativität und Leidenschaft sowie die Liebe zum Detail bei allen anwesenden Klöpplerinnen und Klöpplern, bei Gestaltern und Entwerfern, aber auch bei den Organisatoren der Traditionsveranstaltung, dem Team des Kulturzentrums Erzhammer, hervorhob. Und gleich darauf ging es an die Prämierung der Wettbewerbsarbeiten. Das diesjährige Motto Verdrehtes des jährlich ausgelobten Klöppelwettbewerbs führte zu einer Vielzahl von bemerkenswerten Beiträgen, die die Jury vor eine anspruchsvolle Aufgabe stellten. Ilona Meyer, Vorstandsmitglied des Deutschen Klöppelverbandes, Birgit Engler, Vorsitzende des Sächsisch-Erzgebirgischen Klöppelverbands und Janka Sprunk, Designerin und internationale Fachexpertin, hatten die schwierige Aufgabe, aus den vielen eindrucksvollen Arbeiten die besten auszuwählen. In der Kategorie Nachwuchsarbeiten Kinder und Jugendliche ging Platz 1 an die Kinder- und Klöppelgruppe des EZV Geier, die unter der Leitung von Heike Kluge mit ihrer Arbeit Meeresbewohner überzeugte. Platz 2 wurde die Kindergruppe des Schnitz- und Klöppelvereins Stolberg unter der Leitung von Susanne Sauer für das Werk Turm, verdreh dein Ding verliehen. Über Platz 3 konnte sich die Kinderklöppelgruppe der Baldauf-Villa Marienberg freuen, die unter der Leitung von Heike Kleditsch das Werk Einer tanzt immer aus der Reihe präsentierte. In der Kategorie Erwachsene Einzelarbeiten sicherte sich Dana Mihulkova aus Tschechien den ersten Platz mit ihrer Arbeit Blühende Gedanken. Platz 2 ging an Heike Müller-Otto aus Krienitzberg. Platz 3 wurde an Margit Müller aus Erfurt für ihr Werk Der gedrehte Turm von Duderstadt verliehen. In der Kategorie Erwachsene Gemeinschaftsarbeiten erhielt die Klöppelgruppe Werder unter der Leitung von Sigrid Weinert für ihre beeindruckende Arbeit Augustus Burgerlinde den ersten Platz. Platz 2 ging an die Klöppelfrauen Albert Treff Großenhain unter der Leitung von Erika Ullmann für ihre Arbeit Verdrehte Wege. Platz 3 wurde der Gruppe um Dana Maskova aus Prag für ihr Werk Unsere Welt dreht sich um die Spitze verliehen. In der Kategorie Publikumsliebling, welche vom Publikum aus allen eingereichten Arbeiten gewählt wird, wurde Heike Müller-Otto für die Erwachsenenarbeiten
und der Schnitz- und Klöppelverein Stolberg für ihre Nachwuchsarbeit ausgezeichnet. Besonders erwähnenswert ist die Verleihung der Goldenen Spitze für das Lebenswerk von Bärbel Plätscherer aus Tschorlau. Die Laudatio hielt Ilona Meyer, die das Lebenswerk von Bärbel Plätscherer würdigte und ihre bedeutende Rolle in der Klöppelkunst und Gemeinschaft hervorhob. In Anerkennung ihres Lebenswerkes im traditionellen Handwerk des Spitzenklöppelns wurde Bärbel Plätscherer anlässlich der 35. Annaberger Klöppeltage mit der Klöppelspitze geehrt. Und damit nochmal zu Manuela Fischer, die den Klöppeltagen eingangs Folgendes mit auf den Weg gab. Das Klöppeln schafft mit Fäden Verbindungen in der Technik, aber auch menschlich. Manchmal gibt es auch Fits. Manchmal passieren auch Fehler oder es reißt den Faden, aber all das lässt sich beheben. Klöppeln schafft auch Gemeinsamkeit und Freundschaft, sogar über Ländergrenzen hinweg und auch ohne die Sprache des jeweiligen Landes zu sprechen. Obwohl ich zu unseren tschechischen Klöpplern leider nur Ahoi sagen kann, verbindet uns eine enge, jahrelange Verbundenheit und ich freue mich immer auf unsere Begegnungen. Die 35. Annaberger Klöppeltage boten nicht nur eine Plattform für herausragende Klöppelkunst, sondern auch eine Reihe hochkarätiger Schauen und Veranstaltungen. Besucher konnten sich an 5 verschiedenen Ausstellungen erfreuen, darunter die Personalausstellung von Carla Herberger, Trägerin der Goldenen Spitze von 2013. Besondere Highlights waren auch die Modenschauen zu verschiedenen Themen sowie das vielfältige Kursangebot.